Das sollte man sich einmal hier ansehen. Das ist schon wirklich ziemlich erstaunlich, wie lang sich dieser Igel hier ausstrecken kann. Ich kann wieder zusammenziehen. Und noch irgendetwas Zweites hier. Vielleicht sogar eine Art Einsiedlerkrebs. In diesem Stöckchen. Und jetzt zieht er ihn in die Tiefe. In den Untergrund vielleicht sogar. Jetzt bin ich gespannt, was passieren wird. Sowas ist tatsächlich doch eher außergewöhnlich und habe ich so noch nicht gesehen im Aquarium. Ich frage mich eher, was das eine hier sein soll. Wie man es sieht, ist so eine Art Krebs, aber es sieht aus, als wäre es ein Blatt. So ein Stückchen hier sieht man es herumlaufen, also. Und diesen Egel, wie er versucht herumzuegeln. Ich weiß nicht, ob die sich bekämpfen oder in Symbiose miteinander existieren. Ich denke, mindestens der Kleine würde doch sicher wegkommen. Und jetzt schlängelt er sich hinweg, hinfort. Und jetzt schlingt er ihn wieder um. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, ob mich einer aufklären kann, was hier vor sich geht. Ich habe nicht auf Aufnahme gedrückt, aber jetzt sehen wir, wie er sich in den Untergrund davon bewegt. Wirklich erstaunlich. Damit würde ich mich auch schon wieder für dieses Video von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es war doch sehr interessant, diesen Wurm hier zu betrachten. Genaue Informationen kann ich euch vielleicht mal nachliefern, aber das war nur ein kurzer Einblick in das, was sich hier doch tagtäglich so abspielt bei mir. Also vergesst nicht zu abonnieren und wenn es euch gefallen hat, den Daumen nach oben zu drücken und die Glocke zu läuten. Und jetzt danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, damit die Verabschiedung nicht länger als das Video wird.